Weiter geht es nun in den Modul 9 mit der Geschichte des Gesundheitstrainings. Und anfangen möchte ich dabei vor ca. 3,2 Millionen Jahren, also richtig weit in die Menschheitsgeschichte zurückgehen. Dort ist in Äthiopien ein Skelett gefunden worden, in Mitte der 70er Jahre. Dieses Skelett ist Lucy genannt worden und ist ein Menschenvorfahre. Interessant sind dabei die Untersuchungen, die dabei anschließend herausgekommen ist. Und zwar sind die damaligen Menschen schon vollständig aufrecht gegangen und sind fast so schnell gegangen wie heutige Menschen. Und zwar mit einer Geschwindigkeit von 0,6 bis 1,3 Meter in der Sekunde. Das ist halt normales Gehtempo. Ja, hier eine Animation, die das nochmal verdeutlicht. Ja, weiter geht es mit Menschen, mit Hominiden, die vor ca. 100.000 bis 30.000 Jahren lebten. Hier schätzt man, dass Menschen, die zum damaligen Zeitpunkt auf diesem Planeten lebten, ja, ca. 10 bis 20 Kilometer täglich zurücklegten. Und sich auch dementsprechend weiterentwickelten. Na, nun machen wir einen ziemlich großen Sprung auf das, was vor ca. 2500 Jahren geschah. Und zwar lebte dort ein Ringer, Milon von Kroton, ein legendärer Ringer. Er war ein Olympionike. Er war der erfolgreichste Olympionike seiner Zeit. Unter anderem war er im Ringen sechsmaliger Olympiasieger. Und er gilt einer Legende nach der Begründer des progressiven Krafttrainings. Das bedeutet, er hat halt mit kleinen Widerständen angefangen zu trainieren und aufgrund seiner wachsenden Kraft musste er, um weitere Erfolge zu feiern, das Gewicht, die Widerstände steigern. Und das nennt man progressives Krafttraining. Und dieses Trainingsprinzip gilt auch heute noch. Wichtig ist natürlich Hippokrates zu nennen, der 460 bis 377 vor Christus lebte, denn er gilt als Begründer der Medizin als Wissenschaft und wichtig und ein zeitloser Satz, den er prägte, den möchte ich an dieser Stelle Ihnen einmal vorlesen. Alle Teile des Körpers, die eine Funktion haben, werden gesund, wohlentwickelt und altern langsamer, sofern sie mit Maß gebraucht und in Arbeiten geübt werden, an die man gewohnt ist. Wenn sie aber nicht benutzt werden und träge sind, neigen sie zur Krankheit, wachsen fehlerhaft und altern schnell. Ja, dieses biologische Gesetz, was er hier beschreibt, das ist heutzutage in einer Form nachgewiesen worden, die seinesgleichen sucht. Und er war derjenige, der das als erstmalig und auch in nachgewiesenermaßen so formulierte. Ebenfalls vor ca. 2500, 3000 Jahren ist hier das Fernöstliche zu nennen, besonders die sogenannte traditionelle chinesische Medizin, die unter anderem darauf fußt, dass halt auch körperliche Aktivitäten ein wesentlicher Bestandteil sind, um halt Menschen gesund zu erhalten. Beispielsweise halt das Qigong, das Tai Chi, welches heute noch überliefert ist, oder das Kung-Fu-Boxen ist hier zu nennen. Ja, der Mensch wurde dann zu diesem Zeitpunkt sesshaft und die körperliche Aktivität, die hat dann so langsam nachgelassen, ist nicht mehr ganz so stark gewesen. Im Mittelalter gab es einen Universalgelehrten, Moses Maimonides, deren Sinnhaftigkeit und deren Spruch auch wesentlich ist, ähnlich der im hippokratischen Sinne. Er sagte, solange ein Mensch körperlich aktiv ist und sich dabei deutlich anstrengt, wird er nicht krank werden und seine Kraft wird wachsen. Wenn aber jemand, selbst wenn er sich optimal ernährt und in allen seinen Lebensbereichen die Prinzipien der Gesundheit einhält, nur träge herumsitzt und sich keine Bewegung verschafft, so werden seine Tage voller Schmerzen sein und seine Kräfte werden nachlassen. Zitat Ende. Das heißt,
Auch hier war ein naturwissenschaftliches Verständnis bereits vorhanden und dementsprechend hat auch die Lehre ausgerichtet. Nichtsdestotrotz, ab dem 19. Jahrhundert wurde durch die beginnende Industrialisierung die körperliche Aktivität auch hier weiter zurückgeführt. Der Kalorienverbrauch wurde insgesamt gesehen geringer und das hatte natürlich gesundheitliche Auswirkungen. Um denen entgegenzuwirken, trat ein schwedischer Doktor, Gustav Zander, Mitte des 19. Jahrhunderts auf den Plan und entwickelte heilgymnastische Geräte. Gustav Zander ist für mich so etwas wie der Jules Verne des Gesundheitstrainings. Er hatte die Natur verstanden und sah, dass die Menschen aufgrund der verringerten körperlichen Aktivitäten einen Ausgleich dazu schaffen sollten und das sollte mit Hilfe seiner entwickelten Geräte durchführen. Und er ist im Grunde genommen der Begründer moderner Sport-, Fitness- und Bewegungstherapie. Ja, die Geräte sahen so aus, wirken heutzutage etwas, ja, man muss dazu sagen, dass damals beispielsweise gab es noch keine Sportsachen, in denen man, oder keine Sportkleidung, in denen man Sport treiben konnte. Dementsprechend wirkt das natürlich etwas ungewohnt. Ja, 1913 wurde dann in Deutschland die erste sportmedizinische Gesellschaft gegründet, mit dem Ziel und Zweck, die Dinge dann auch wissenschaftlich zu erforschen. Denn diese Heilgymnastik nach Dr. Gustav Zander, die entsprach halt wirklich ausschließlich der Anerkennung halt des Schauens in die Natur, wie wirkt sich die Natur auf den Menschen aus. Und das sollte dann wissenschaftlich dann auch nachgewiesen werden. Und dazu wurde, wie gesagt, 1913 die erste Gesellschaft dazu gegründet, um das genau zu erforschen. Daraufhin folgend 1920 ist die Deutsche Hochschule für Leibesübungen in Berlin gegründet worden. Wichtig jetzt für diesen Kurs, dass die Gesundheitslehre, die damals dort gelehrt worden ist, nach einem biopsychosozialen, also nach einem ganzheitlichen Modell, nach einem ganzheitlichen Verständnis erfolgte. Ab 1947 erfolgte dann die Umsiedlung nach Köln und dort wurde dann die Deutsche Sporthochschule in Köln gegründet, wo ich ja auch später dann studiert habe. Wichtig für die Erforschung von lebensstilbedingten Krankheiten, wie beispielsweise der Herzkrankheit, des Herzinfarktes und des Schlaganfalls. Das ist 1948 die Einführung der sogenannten Framingham-Studie. Das ist eine Langzeitstudie, die bis zum heutigen Tage weitergeführt wird und 2002 in der dritten Generation fortgeführt worden ist. Diese Studie kam beispielsweise 1967 zu dem Ergebnis, dass sportliche Aktivitäten das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken und der Bewegungsmangel und die Fettleibigkeit auf der anderen Seite das Risiko dieser Erkrankungen absolut erhöhen. Ja, und dann möchte ich Sie in das Jahr 1953 mitnehmen. Und zwar nach London. Eine ganz berühmte epochale Studie ist dort, ja, heute würde man sagen, im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung durchgeführt worden. Und zwar ist dort ein Studium mit Menschen durchgeführt worden, die im Berufsleben stehen. Und zwar verglichen worden ist einmal der Beruf des Schaffners innerhalb des Londoner Doppeldeckerbusses im Vergleich mit der Sterblichkeit und der Herzinfarktanfälligkeit von Menschen mit sitzender Tätigkeit, nämlich mit den Busfahrern. Und dabei ist herausgekommen, dass Busfahrer eine erheblich höhere Herzinfarktanfälligkeit haben wie Schaffner. Und Jerry Morris, so hieß dieser Professor, der damals diese Studie durchgeführt hat, der empfahl daraufhin, Menschen in die Bewegung hineinzubringen, sie körperlich aktiver werden zu lassen. Und das war damals, ja, geradezu verspottet worden,
Und er gilt also als Begründer der Exercises, also als der Begründer, der Gesundheitstraining tatsächlich erfunden hat und auch bis in die heutige Zeit dann nachhaltig weiter eingeführt hat. Weiter geht es dann in das Jahr 1965. Dort veröffentlichten Wissenschaftler des Weltverbandes der Sportmediziner, dass Ärzte ihre Patienten eine individuell angepasste Bewegungs- und Therapie an geführten Geräten verordnen sollten. Das war damals noch eine Zukunftsvision, da man damals ein Fitnessstudio, ein Fitnesscenter, so wie wir es heute kennen, noch gar nicht kannte und noch gar nicht entwickelt war. Demzufolge, auf der anderen Seite, ist die körperliche Aktivität weiterhin eingebrochen und seit ca. 1980 besteht die Möglichkeit, dass Menschen sich nur noch ca. 700 Meter am Tag bewegen und das ist natürlich fatal für die Gesundheit. Um dessen entgegenzutreten, sind, wie gesagt, so seit ca. 70er, 80er Jahre Geräte entwickelt worden, um diesem Bewegungsmangel entgegenzutreten, um Ausdauer und Kraft zu trainieren. Ja, und hier, das ist ein Ausschnitt aus einem Buch, aus einem Studienbuch, da ich in den 80er Jahren studiert habe. Der Bewegungsmangel war damals schon bereits bekannt und auch die Auswirkungen waren bekannt. Was allerdings fehlte, das ist die Umsetzung. Ja, und 2002 kam dann einer meiner Ausbilder zu dem Fazit, zu dem Schluss, dass wir, also die Menschen, die heutzutage auf diesem Planeten leben, dass wir die erste Generation in der Menschheitsgeschichte, in der gesamten Menschheitsgeschichte sind, die den biologischen Gesetzen nicht mehr gehorchen. Und damit meinte er schlicht und ergreifend den Bewegungsmangel. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland wie gesagt, seit den 80er Jahren Fitnesscenter und die erleben einen großen Boom mit steigender Zahl. Das heißt, die Zahl der Fitnessstudios steigen, dementsprechend halt auch die Menschen, die dort regelmäßig trainieren, werden immer größer. Das liegt im Grunde genommen daran, da dieses Training einfach hocheffizient ist und tatsächlich auf die Bedürfnisse, die die Gesellschaft hat, auch sehr gut eingehen kann. Und dieses ist etwas, was in der gesamten Gesellschaft noch nicht so verbreitet ist. Und das möchte ich unter anderem halt auch mit diesem Video-Online-Kurs erreichen, dass auch dieses Training eine riesengroße Berechtigung hat und sicherlich auch in Zukunft von noch größerer Bedeutung wird. Ja, 2010 veröffentlichte dann die Weltgesundheitsorganisation weltweite Bewegungsempfehlungen. Diese Bewegungsempfehlungen kennen Sie bereits aus einem vorherigen Modul. Und die Bewegungsempfehlungen, die dort gegeben sind, sind halt auch dafür maßgebend für die Inhalte, für die praktischen Inhalte, wie Sie sie zurzeit in diesem Video-Online-Kurs erfahren. Ja, 2013 ist offen geblieben, denn ich denke mal, es wäre ein bisschen übertrieben, ein bisschen maßlos von mir zu behaupten, ja, jetzt gibt es ja die neue Trainingsmöglichkeit des Online-Gesundheitstrainings. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass dieses Training auch seine Berechtigung hat und ja, bin dann gespannt auch auf Ihr Echo, wie Sie dieses Training empfinden, ob sie es durchführen, ob sie mit den Übungen etwas anfangen können. Und das soll im Grunde genommen jetzt das Jahr 2013 in diesem Fall symbolisieren.